So, da werden wir schon wieder das Erobern von dem Juggernaut, das können wir irgendwie voll knicken. Wir haben gerade wieder eine Flugeinheit verloren, hervorragend. Genau so soll es sein. So, und der Feind, der hat natürlich jetzt nicht mehr die allzu coole große Obermacht, was das Angreifen angeht. Da unten ist er mal total hinüber. Wir könnten eigentlich versuchen, die Stellung da unten zu erobern. Dann hätte man einen zweiten Stützpunkt und jede Menge Tiberium auch. Vor allem blaues Tiberium, das ist wichtig. Da müssen wir halt bloß jetzt irgendwie rüberkommen, ne? Unit ready. Naja, der ist einsatzbereit. Unit reporting. I like stealth. Du könntest dann eigentlich den Jungs da helfen. Wenn die da irgendwie rüber müssen. Ist das Juggernaut-Wrack noch da? Ja, es ist noch da. Hm. Ziel wählen. Ja, das geht auch nicht. Auswählen. Probieren sie erstmal mit einem kleinen Außenposten. Vielleicht wird das ja was. Unit ready. Einheit wird angegriffen. Unit ready. Wo denn? Ah ja. Waffen initialisiert. Mist. Vorwärts. Muss ich jetzt echt noch anfangen, hier Luftabwehr aufzustellen, weil der auf einmal meint, hier einen auf... Alter! Der ist doch bescheuert. Der ist doch total bescheuert, jetzt greift der mich mit Luftstreitkräften an. Yes, you have been spotted and you're fucked up, my friend. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass der Stützpunkt angegriffen wird. Macht mal was hier. Schöne Scheiße. Tja. Also der Gegner, der hat echt Nerven. Das muss man ihm lassen. Der hat wirklich Nerven. Ey, guckt euch das an, jetzt greifen uns die Skrim an. So, wenn du einen Gegner los wirst, dann hat der nächste dich schon am Schlawittchen. Ich versuche euch zu retten, ihr Idioten. Mann. Kann der das Ding nicht angreifen? Hier kann er nicht. Das ist jetzt nicht die Artillerie, die gegen uns gerichtet wurde, oder? Doch wurde sie. Danke. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Moment, warum kann ich da keine weiteren... Oh. Wo ist jetzt euer deppertes Mutterschiff hier? Zurück, Jungs, zurück, 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 zurück. Das Ding ist noch in Reichweite seiner Luftabwehr. Stealth-Panzer einsatzbereit. Was? Zwei Stealth-Panzer erst? So ein Scherz. Hm. Bau unterbrochen, abgebrochen. Die Zeit wird knapp. Ja, die Zeit wird wirklich knapp, da hast du recht, Kollege. Die Atombombe braucht noch 1,5 Minuten und ich frage mich gerade, gegen wen ich die einsetzen soll. GDI oder Skrin? Ja, jetzt ist doch wahr, oder? Scanner in der Nähe. Dann brauche ich hier unten auf jeden Fall ein paar Kampftruppen noch. Bei euch nehme ich definitiv alle mit. Es wird also noch eine interessante Schlacht werden, denke ich. Kontextmenü. Verwalte die gewählten Einheiten und Gebäude. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel ist natürlich nicht so schön. Und hier standen jetzt irgendwo die Mammuts rum, das weiß ich. Waffen initialisiert. Was mir natürlich so an sich nicht gefällt. Betriebsbereit. Oder war das hier vorne? Ich weiß es nicht mehr. Nee, die waren hier. Dachte ich mir. Abgebrochen.
Was ist abgebrochen? Bist du bescheuert? Ich habe gar nichts abgebrochen. Initialisiert. Natürlich. Auf zu den Kristallen. Toll, die Sammler, die stehen nur dumm rum und machen nichts. Weißt du, ich wundere mich hier, warum kriege ich kein Geld, Die stehen rum und pennen. Weil natürlich die Raffinerie zerstört wird. Warum sagt man das keiner? Mann. Das ist doch auch einzig und allein das Werk der GDI, oder? Ziel bestimmt. Dann werde ich... Pass mal auf, wir jagen da die Atombombe rein. Die ist eh in ein paar Sekunden bereit. Dann speichere ich an der Stelle nochmal ab. Aber ich mache einen neuen Spielstand, das wissen wir ja bereits. Und ich glaube, diesmal können wir es echt schaffen. Wir nehmen uns, was wir wollen. Atomrakete bereit. So. Jetzt. Ziel wählen. Ja, machen wir das da oder machen wir das da? Das machen wir da, oder? Abgeschlossen. Komm, machen wir da. Atomrakete. Oh ja. Rein mit dem Ding. Rein. Schnell, bevor die verschwinden können. Jawoll. Ach, geil, oder? Und er hat natürlich... Er hat keinen Saft mehr. Guckt euch das mal an, der hat keinen Saft mehr. Die Ionenkanone lädt nämlich nicht weiter auf. Ungeeigneter Bauplatz. Warum? Neue Bauoption. Sir? So. Stealth-Panzer sollten wir jetzt auch genügend haben, um das Mutterschiff abwehren zu können. Dann brauche ich jetzt hier eine Waffenfabrik. Einfach als Zwischenlagerpunkt, damit wir hier den Stützpunkt überrennen können. Wobei, das müsste eigentlich auch so gehen. Ich warte. Kann man den nicht irgendwie wieder demontieren? Nein, schade. Dachte ich mir. Ziel bestimmt. Der macht gar nichts. Betriebsbereit geschlossen. Ach Mensch, jetzt werden unsere Sammler attackiert. Waffen initialisiert. Okay, Jungs, rückt mal vor, räumt da mal kräftig auf. Oh, so viel dann wohl zum blauen Tiberium. Das gab's ja in Command & Conquer 3, Operation Tiberian Sun, wie es ja im Original heißt, gab's das ja auch. Oh, stopp. Keine Verteidigungseinheiten angreifen, Verteidigungsanlagen angreifen, weil wir nämlich das Problem haben, dass der Gegner dadurch natürlich dann wieder einen geringeren Stromverbrauch hat. Und dann haben wir das Problem, dass seine Ionenkanonen wieder geladen werden. Das heißt, wir zerstören am besten die Kraftwerke. Ich mache es jetzt folgendermaßen, ich baue jetzt hier ein MBF, ich möchte hier echt einen zweiten Stützpunkt haben. Natürlich. Ah ja. Ach Mensch, die Energieversorgung dieser zwei GDI-Basen ist separat. Jetzt ist nämlich hier unten der Strom ausgefallen. Der war gerade noch aktiv, obwohl der da oben keinen Strom mehr hat, aber die Ionenkanone lädt ja nicht weiter. So habt ihr das gemacht. Das ist ja raffi tückisch. Waffen initialisiert. Dann kann ich hier unten ja getrost die Verteidigungsanlagen zerstören. Ja. Rücke vor. Naja, dann haben wir es jetzt im Grunde genommen eigentlich geschafft, oder? Zerstören. Endlich. Dann kann ich theoretisch... Nee, die kann ich nicht mehr erobern. Verdammt. Tiberiumfeld abgebaut. Kampftruppe! Ich könnte dann eigentlich auch mal ein paar Infanteristen darüber schicken. Findet einen Ort, der Kanes würdig ist. Ja, mach ich schon. Keine Panik. Bald. Haben wir hier noch irgendwas rumstehen? Die zwei werden wir erobern. Die Einheit können wir gut gebrauchen. Wo wird hier eine Einheit angegriffen? Tiberium-Belastung initialisiert. Jungs! Natürlich. Waltet eures Amtes. Ziel erfasst. Ach Mensch, der hat einen Ionensturm platziert, deswegen. Da können wir so an sich leider nichts ändern. Roger. Okay, zurück zur Waffenfabrik, Kinder. Hat sich erledigt. Das Fundament muss gut sein. Ja. Dein Fundament ist gut genug, keine Angst. Weißt du was, den platzieren wir jetzt einfach mal hier.
inklusive Kran und dann hätte ich ganz gern eine Raffinerie. Außerdem eine Waffenfabrik, außerdem eine Hand von Nord. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir von hier aus... Achso, das ist der Zugang zur feindlichen Basis. Na gut. Da mal zwei Ingenieure, bitte, danke. Unzureichende Mittel. Na super, bauen wir doch einfach hier diesen Außenposten mal ab. Abgeschlossen. So, eine Waffenfabrik, eine Raffinerie. Die Bruderschaft vertraut mir. Kann ich das besetzen? Damit haben wir jetzt sogar GDI-Fähigkeit. Wir können Scharfschützen herholen. Gebäude besetzt. Und ein Veteranentraining. Geil. Nieder mit den Unterdrückern! Hier lang! Bewegung! Wenn sie es denn überleben, die Soldaten, dann können wir die jetzt noch heilen. Können wir da eigentlich irgendwas erforschen? Ja, können wir, aber das bringt unseren Truppen ja rein gar nichts. Von dem her, pfeift drauf. So. Jetzt, wo die Lage endlich mal unter Kontrolle ist. Achso, da brauchen wir einen Schrein der Geheimnisse, wenn wir die wieder aufrüsten wollen. Na super. So, die Atomrakete braucht noch 2,5 Minuten. Das wird dann wahrscheinlich genau aufs Ende des Videos hinauslaufen, aber ist ja egal. Bau abgeschlossen. Und wir müssten eigentlich mal, pass mal auf, daher gehen und dann sagen, den brauchen wir. Spaltgenerator. Technologie-Assembler. Haben wir kein Geld für, aber egal. Das Geld kommt jetzt dann schon rein. Und ich schätze mal, wir werden als nächstes die Waffenfabriken angreifen und zerstören. Von der GDI, weil ja, was sagen denn Missionsziel überhaupt? Verteidigen Sie die Phasengeneratoren der Aliens? Zerstören Sie die GDI-Basen. Das heißt, ich muss eigentlich bloß noch hier oben aufräumen und dann ist Schluss mit lustig, oder wie? Hätte ich da ganz gerne eine zweite Kobra. So, den setzen wir mal da drauf, dass da mehr... Alter Schwede. Dass da mehr Dings und so ist, ne? Wir haben... Ey, da baust du ein so einen Wachstumsbeschleuniger und hast keinen Saft mehr. Guck dir das an. Meine Güte, ist das finster hier. Ich müsste eigentlich mal kurz Licht anmachen, da ich halt mal schnell was trinken. Moment. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Cobra ready to strike. Bau abgeschlossen. So, da wäre ich wieder. Jetzt haben wir einen Schrein der Geheimnisse. Den platziere ich hier und dann kann man hergehen und die Kraftwerke allesamt aufrüsten. Spart ja auch wieder ein bisschen Geld. Also pro Kraftwerk 500. Und was kostet ein Kraftwerk normal? 600. Ja, okay. So, jetzt ein bisschen Alien-Technologie. Dagegen hat doch keiner was einzuwenden. Okay, das wäre das. Jetzt können wir sogar einen Spaltgenerator basteln. Mache ich aber nicht, weil dafür ist es jetzt eigentlich schon längst zu spät. Was haben wir denn da? Signaltransmitter brauchen wir für diese Schiffe noch. Wobei, brauchen wir denn wirklich einen Signaltransmitter? Eigentlich nicht. Ausbildung. Aber ganz ehrlich, dann frage ich mich, wozu ich dieses Gebäude gerade gebaut habe. Ah, Shock Trooper, die können wir natürlich auch noch mitnehmen. Die sind gern gesehen bei uns und Tatsache 15 Sekunden noch und jetzt ist schon 14 Minuten 30 vorbei. Naja, was soll's. Mit erhobenen Waffen! Wow. Weiter, weiter! Ja, dann. Dann. Warte, wo kann ich das Ding platzieren? Da kann ich es platzieren. Nehmen wir doch da noch ein paar Avatare mit, würde ich sagen. Ausbildung.
got a job for me. Yeah, I have a job for you. See you, baby. Pass auf, da speichere ich vorher ab. Einfach um zu sehen, was wir da treffen. Vielleicht können wir irgendwas anderes dann... Vielleicht sehen wir ja irgendein interessanteres Ziel, das wir zerstören möchten. Pass auf. Atomrakete gestartet. Oh, da erwischen wir sogar das Ionenkanonenkontrollzentrum, wie es scheint. Aber natürlich nicht vollständig, das war klar. Das holen wir uns jetzt. Hallo? Das war's mit deiner Ionenkanone und jetzt kriegst du hier noch einen schönen Ionensturm ab, mein Freund. Und verminen werde ich dir deinen Alltag ebenfalls. Was bringen soll, weiß ich zwar so an sich noch nicht, aber naja. Komm, eine EMP-Rakete für deinen Mammut Mark II. Ach, da brauchen wir auch keine Armee mehr. Da können wir doch so reinmarschieren, die können wir doch so überrennen. Der hat da gar keinen Saft mehr, der hat gar nichts mehr, der ist hinüber. Mach mal einen Kalt. So, Jungs. Aggressive Haltung, ihr dürft da oben gern angreifen und zerstören, was ihr findet. Oh, das war wohl ein Mutterschiff. Tja, und jetzt fällt der Mammut Mark II dem Minenfeld zum Opfer, oder auch nicht? Ich warte. Jungs, kämpft euch mal dadurch die Verteidigungslinien. Avatar, rücke vor. Wobei, warum durch die Verteidigungslinien durchkämpfen? Lauf doch einfach vor. Jetzt werde ich mal gucken, Veteranentraining, funktioniert das bei unseren auch? Nee, das funktioniert nur bei GDI-Einheiten. Schade, aber das Geld wird trotzdem abgezogen, ne? Holt mal diesen Gleitjäger da vom Himmel, Jungs. Der geht irgendwie im Weg um. So, jetzt ist hier oben aber Schluss mit lustig. Jungs, das Kraftwerk, das Kraftwerk! Initialisiere Video ab. Die GDI ist vernichtet und mein Turm ist bereit. Ja! Dieser wundervolle Sieg ist der Beginn einer glorreichen neuen Zeit. Und das verdanken wir Ihnen, Commander. So, das war's also mit der Mission. Mit der letzten Mission der Nord-Kampagne. Tja, das ist ja mal ganz gut gelaufen. Bonusziele haben wir nicht alle erfüllt. Infos haben wir allesamt freigeschaltet. Dann klicke ich jetzt mal auf Fertig und dann genießen wir einfach mal die letzten Filmsequenzen. Kommandozentrale AS Rock, Australien, gelbe Zone G4. Ich hörte, du bist wieder da, mein Sohn. Ich gratuliere. Der letzte Turm wurde aktiviert und ist jetzt unzerstörbar gegen irgendwelche Attacken. Drinnen sind die Geheimnisse des Tiberiums zu erwarten. Und damit haben wir die Herrschaft über das Universum. Komm, in meinen inneren Zirkel und hilf uns, das Portal zu öffnen. Betrachtet unseren Helden, dessen Loyalität und Tapferkeit unsere großen Träume wahr werden ließen. Ja, das waren auf jeden Fall die letzten Sequenzen der Nordkampagne und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen enttäuschend. Eigentlich. Also das ist, weil da wird so ein Riesentrara drum gemacht um diesen bescheuerten Alienturm. Und wenn das jetzt alles sein soll, also da habe ich mir schon ein bisschen mehr auf, wie zum Beispiel in Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, die Abschlusssequenzen mit dem Tiberium-Turm, also das war schon geil, das hätte ich mir eigentlich für diese Szene hier jetzt gewünscht, weil nur Kanes prophetisches Gelaber, das kennen wir ja schon seit x Millionen Jahren, aber ist ja so an sich eigentlich nicht schlimm und, hallo? Guck mal, was wir da freigeschaltet haben, die Skrin-Kampagne.